Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hope Lake. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, im letzten Part haben wir hier so eine Art Altar gefunden, auf dem sind alle Mädchen, die verschwunden sind, ja, aufgestellt, sag ich jetzt mal, mit Bildern. Und wir müssen Beweise sammeln. Wir haben auch noch eine ganze Menge zu tun, wie ihr seht. Enttarne die Person im Umhang, stelle den Brunnen an, geh in das Internat, geh ins Krankenhaus, zieh das Boot an Land, öffne den Deckel des Sargs, finde Fotos von den Mädchen, finde die Habseligkeit der Mädchen. Genau, das ist hier dieser Opferaltar. Was haben wir denn? Wir haben eins von drei Blöcken, Radiodrehknopf, ein Rohrstück und eine Schaufel. Hier, genau, hier ist Louise Brown drin. Die Erzieherin, die damals die Kinder geschlagen hat. Nee, einen Tipp will ich jetzt gar nicht. Meine Karte wollte ich haben. Genau, da sehen wir ja immer, wo wir noch was zu tun haben. Wir haben hier einmal was zu tun. Ah ja, eine Schaufel. Sehr schön. Du brauchst etwas, womit du die Steine entfernen kannst. Genau. Was haben wir da? Dreieckiger Schlüssel. Genau. Ich guck nochmal auf die Karte. Ich finde das immer ganz nett, dass man hier hin und her switchen kann. Mag ich immer ganz gerne. Wir haben eine Puppe gefunden. Die kommt hier rein. Amanda Winsett's Puppe. Alles klar, das ist ein Beweisstück. Genau, dann geht's jetzt hier weiter beim Brunnen. Das Rohrstück, kommt das vielleicht hier mit hin? Sehr schön. Drehe die Rohrteile so, dass eine Verbindung zwischen der linken oberen und der rechten unteren Ecke entsteht. Es dürfen keine Lecks entstehen. Wir versuchen das. Kann ich die auch... Die kann ich nur drehen, ne? Also ich kann die jetzt nicht miteinander vertauschen. Also die Platten, meine ich. Okay. Muss ich mal gucken, wie ich da rüberkomme. Da müssen wir einfach mal schauen und ausprobieren. Ich probiere es mal aus. Muss ich alle benutzen? Wo stand denn der Tipp? Nicht der Tipp, sondern die Erklärung. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Oder im Kopf, besser gesagt. Also das muss ja theoretisch so bleiben. Ach, die kann ich auch drehen. Ah, das hier kann ich auch alles drehen. Okay. Interessant. Interessant. Dann gehe ich mal davon aus, dass das alles miteinander übereinstimmen muss. Oder? Hier leuchtet das irgendwie, aber hier noch nicht. Okay. Interessant. So, passt. Ja, sehr schön. Gut, ich habe die Wasserversorgung für den Brunnen und das Haus repariert. Und es gibt ein Wimmelspiel. Genau, hier haben wir ein schönes Wimmelspiel. Da ist auch eine kleine Ente. Aber die Ente brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Genau. Wir haben einmal einen Fisch, Qualle, Rohr, Spritze. Mal wieder. Eine Axt, die habe ich schon mal gesehen. Eine Hand. Eine Kröte, die habe ich auch eben schon gesehen. Die Hand habe ich auch gesehen. War das die? Nee. Ist das nicht die Hand? Ach, wahrscheinlich nur die einzelne Hand, ne? Gut, da gucken wir gleich. Den Federball, den Wecker... Den Federball habe ich schon. Den Wecker auch.
den Blinker. Der Blinker ist bestimmt wieder dieser komische, dieses komische Ding da, dieses, das da. Ja. Eine Dose. Eine Dose, eine Dose, eine Dose, eine Dose. Da ist etwas im Inneren. Ich muss dieses Seil entfernen. Ja, dann mach doch. Mach mal. Hier ist die Spritze. Spritze. Spritze, Spritze. Was haben wir jetzt noch? Dose, Hand. Wo ist die blöde Hand? Eine Hand könnte ja auch alles sein. Das könnte so eine Hand sein, nochmal. Oder ein Handabdruck oder sowas. Nee? Hier, damit machen wir es auf. Sehr schön, da hatten wir die Zange. Genau. Genau. Hier ist der Fisch. Den Fisch, den haben wir. Da haben wir noch das Rohr. Die Dose. Da. Da ist die Dose. Da ist die Hand. Jetzt brauchen wir noch die Qualle. Die kleine, süße Qualle. Die war aber nicht süß. Ich sag hier die kleine, süße Qualle und dann ist das so ein Ding. Naja. Aber trotzdem ein sehr schönes, schönes Wimmelbild. Jetzt gehen wir in den Pool. Was haben wir? Drahtschneider. Was haben wir hier? Die Speiche könnte sich noch als nützlich erweisen. Ich muss sie irgendwie abschneiden. Dann machen wir das hier mit. Speiche. Super. Müssen wir jetzt hin? Terrasse des Internats. Eventuell ist das hierfür. Der Schlüssel ist auf dem Boden gefallen. Jetzt muss ich ihn zu mir herüberziehen. Ja, natürlich. Dankeschön. Internatsschlüssel. Der kann auch jetzt da rein, oder? Ja, wir gehen natürlich hinein. Ich bin jetzt in der Internatsschule. Sie ist verlassen. Trotzdem. Der Verbrecher ist hier ganz in der Nähe. Ich muss auf der Hut sein, das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Stand da? Ich kann das nicht ohne die richtige Zahl zutun. Okay. Da brauchen wir die richtige Zahl. Wir haben ein Wimmelbild wieder. Oh ja, alles ziemlich unaufgeräumt hier wieder. Wir haben Aschenbecher, Fernglas, Brille, Sextant, Kerzenhalter, Mikrofon, Ballerina. Becher mit Wasser. Da ist schon mal der Becher. Brauchen wir nur noch Wasser für. Ja. Stempel, Ball, Augapfel, Trompete. Das habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt, aber hier haben wir den Sextant. Dann, was haben wir hier noch? Okay, oh, hier ist ein Messer mit Blut. Oh, da muss man jetzt aber richtig gucken. Ist das was? Nee. Hier. Das habe ich jetzt auch nur gesehen, weil es geblinkt hat. Fernglas. Aschenbecher. Ist das der Aschenbecher? Das war der Aschenbecher. Der war diesmal, glaube ich, sauber sogar. Da haben wir das Fernglas. Hier die Ballerina. Genau. Was brauchen wir noch? Das ist die Trompete. Ein Ball. Ja, ein Ball ist ja auch wieder sehr umfangreich. Es kann ein kleiner Ball sein. Das ist ein Mikrofon. Das haben wir schon mal. Ein Stempel. Genau. Brille und Kerzenhalter. Augapfel. Ah ja, hiermit geht es eventuell auch ein bisschen besser. Hier ist zum Beispiel die Brille. Die hätte ich so gar nicht gesehen. Da ist der Ball. Der ist mir zum Beispiel sehr klein gewesen. Hätte ja auch ein größerer Ball sein können. Jetzt brauchen wir noch einen Kerzenhalter und einen Augapfel. Wer lässt denn hier seinen Augapfel einfach liegen? Wo ist denn das? Da. Ist das das? Nein. Sah nur so aus. Hier ist ein Löffel. Den habe ich gefunden, aber den brauchen wir nicht. Kerzenhalter. Ich finde den Kerzenhalter nicht. Das da? Achso, ich habe eher gedacht, wo vier Kerzen so rein können. Und da ist der Augapfel. Sehr schön. Ein Auge. Ein Auge. Ich guck mal, ob wir hier nochmal irgendwas machen können.
der Minutenzeiger fehlt. Ja, den habe ich leider noch nicht. L3... Ah, hier. Jetzt muss ich die richtige Frequenz einstellen. Ah, so. Hier das L, ne? Und 350. Sehr schön. Ein Gewicht. Oh, ich mache mir die Taschenlampe wieder aus. Emily Lynch, Jessica Bell, Sheila Green, Rosie Parker, Michelle Pierce, Kate Saffried, Amanda Winsett, Mary Atkins, Olivia Brooks und Monica Wells. Okay, wir haben hier noch was gefunden in den Notizen. Oder beziehungsweise wir haben eine neue Notiz. Jetzt habe ich die Namen und Fotos der Mädchen. Ich sollte versuchen, alle Schülerfotos und alle persönlichen Gegenstände zu finden, die etwas Licht in diesen Fall bringen können. Vielleicht finde ich so heraus, wie das alles mit dem Opferaltar zusammenhängt. Ja, das versuchen wir natürlich. Kann ich nach oben? Ich kann nach oben oder da. Dann gehe ich erstmal hier hin. So viele Sachen hier. Die Bretter sind mir im Weg. Ich muss sie entfernen. Ich habe leider nichts. Außer ein Auge habe ich, aber damit wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und ein Gewicht. Und ein... Oh. Ein Saphir. Sehr schön. Und da fehlt noch eine Sonne, ne? Genau. Ach, ich kann auch noch nach da gehen. Oh, wir haben ja so viele Möglichkeiten. Da ist wieder ein Wimmelbild. Ich bin hier ganz überwältigt. Ein Bandmaß, Nagellack, Radio, Knopf, Schere, Pfanne, Engel, Stern, Socke, Türgriff, Eis, Vogel, Spielkarte. Und man sieht immer Dinge, die man jetzt gerade nicht braucht. Wir haben erstmal das Bandmaß oder das Maßband, wie auch immer. Dann haben wir hier einen kleinen Flügel. Oh, Moment. Da auch. Ein Engel. Da haben wir den Engel schon mal zusammengesetzt. Da haben wir die Schere. Da haben wir die Pfanne. Müssen wir hier orientieren. Das ist alles so grau in grau irgendwie, ne? Da ist aber die Socke. Wahrscheinlich selbst gehäkelt. Hier ist ein Eis. Möchte jemand ein Eis? Tja. Was soll das sein? Da ist der Vogel. Das sieht ja komisch aus, oder? Das ist ein Skelett oder was ist das? Ich bin schon wieder ganz abgelenkt hier. Nagellack, der steht da vorne. Radioknopf. Das da? Ja. Den Stern, das könnte der sein. Ein Türgriff. Da ist der Türgriff. Und die Spielkarte, da müssen wir irgendwas mit machen. Da. Perfekt. Und damit haben wir auch den Türgriff. Und hier muss ich Edelsteine sammeln. Oh, mein Rücken tut gerade ein bisschen weh. Ich habe mich eben gerade in The Nightfall aufgenommen. Und ich sitze schon eine ganze Zeit jetzt beim Aufnehmen. Ja, aber ich habe Bock aufzunehmen, von daher. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt worden. Ich kann den Riegel wohl mit etwas Dünnen aufbekommen. Aber hiermit wahrscheinlich nicht. Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Bewege die Teile des Schlosses, sodass sie mit den eingeritzten Hinweisen auf der Tür übereinstimmen. Wo kann ich es eigentlich noch? Achso, da. So. Das ging eigentlich relativ einfach. Ja, das war einfach. Hier haben wir noch einen Raum, noch ein Wimmelbild. Wir machen nur noch Wimmelbilder. Oh, wie süß, eine Katze. Brauchen wir die? Brauchen wir die? Brauchen wir die? Wir brauchen die nicht. Wie gemein. Also, wir brauchen eine Schlinge, eine Schildkröte, Blume, Mädchen, Kanone, Porträt, Glühbirne, Knopf, Klebstoff, Schiff, Knoblauch und eine Hand.
Und die Katze brauchen wir nicht. Das ist voll gemein. Und ich habe das Schiff gefunden. Was ist das denn? Ich musste mal eben meine Katze vom Kratzen abhalten hier. Da hatten wir die Kanone. Was ist das? Was war das? Das gehört bestimmt zur Hand oder sowas, ne? Was brauchen wir noch? Ich vergesse immer einige Sachen, die ich gerade gelesen habe. Da ist das Mädchen auf jeden Fall. Da ist das. Da ist der Knoblauch. Die Glühbirne. Was haben wir hier? Wieso kann ich es aufmachen? Naja. Achso, das kann ich einfach alles aufmachen. Okay. Ne, da war irgendwas drin. Klebstoff. Und das Porträt. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Ein Knopf. Oh, Knöpfe sind immer so klein. Knöpfe sind immer so klein, aber da ist er. Dann die Schlinge. Die Schildkröte. Wo ist denn die Schildkröte? Ich habe eine Schlange gesehen. Die Katze. Ich will die Katze haben. Naja, man kann nicht alles haben. Da ist die Schildkröte. Und ein Blümchen. Jetzt brauche ich noch die Hand. Irgendwie habe ich hier das Teil dafür. Da oben. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Sehr schön. Jetzt haben wir den Klebstoff. Die Tür der Uhr ist abgeschlossen. Sie ist irgendwie mit den Gewichten verbunden. Vielleicht kann ich sie so öffnen. Ja. Ich habe aber nichts dafür. Da musst du dich noch gedulden. Bei diesem Schallplattenspieler fehlt das Wichtigste, die Schallplatte. Die habe ich leider auch noch nicht. Scheinbar sind nicht alle Bücher an ihrem Platz. Ich wette, hier ist irgendwo ein geheimes Versteck, das man mit Hilfe der Bücher öffnen kann. Ja, da kann ich jetzt auch noch nichts tun. Kann ich hier auch noch lang? Da haben wir Rosie gefunden. Sehr schön. Ein Bärtotem. Ich kann die Lampe nicht ohne einen Knopf anschalten. Einen Knopf habe ich auch nicht. Ich habe immer noch ein Auge. Das kannst du von mir aus gerne haben. Da ist eine Leiter. Stell die da ran. Und dann komme ich da oben auch ran. Oder nimm den Stuhl. Da ist doch eine Leiter. Mensch, stell dir doch nicht mehr so an. Ich glaube, wir konnten hier auch noch mal nach oben. Es gibt keinen Strom in der zweiten Etage. Ich muss einen Sicherungskasten finden und das Licht anschalten. Ganz ehrlich, du hast eine Taschenlampe. Du hast eine Taschenlampe. Oh Mann, du hast eine Taschenlampe. Du brauchst kein Licht. Na gut. Ich würde jetzt den Part erstmal hier beenden. Wir müssen anscheinend auch noch mal in den Keller. Weil die Taschenlampe reicht anscheinend nicht. Und ich hoffe, dir hat der Part wieder gefallen. Es gab in diesem Part ziemlich viele Wimmelbilder. Fand ich aber cool. Ich mag gerne Wimmelbilder. Es macht mir immer ganz viel Spaß. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Part wieder mit dabei. Deine InoriLP.